Also es ist so, 1-1 hat davon noch mal vereinzelt Beschuss, die können das nicht ausmachen, wo das herkommt. Von daher jetzt von eurer Position aus aufklären, wo es herkommt und unterstützen. Soll wahrscheinlich Richtung Süd oder Südost irgendwo liegen. Ihr kriegt Beschuss von eurer linken Flanke. Das ist die Patrouille hinter den Häusern, die euch da gerade beschießt. Linke Flanke, Feuer frei. Links. Aussteigen. Aussteigen, Feuerkraft aufbauen. Du Scheiß, was hier los? Ende. Ja, positiv, Feuer wird eröffnet. Ende. Position. Und siehst du das rote Haus? Ja. Nimm das unter Beschuss. Ja, 1-1 hat noch Kontakt Richtung 160 Grad. Okay. Wir versuchen gerade zu unterstützen. Wenn das klappt, dann versuch bis zu der Steinmauer da vorne vorzurücken. Ja. 1-7 für 1-2. Gehört. Liegt das Feuer gut oder korrigieren? Negativ, das Feuer ist gut. Haltet es nochmal eine halbe Mike aufrecht, dann könnt ihr wieder einstellen. Komm. Ja, so also verstanden, halbe Meilen aufrechthalten, wir teilen dann auf Position. Ihr habt die Möglichkeit weiter vorzurücken zu den roten Gebäude der Straße entlang kommen. Ja, positiv, haben hier noch kurze kleine. Ja, letzter Teil vom Funkspruch kam nicht an, wenn möglich auf die Gebäude vorrücken, komm. Ja, so verstanden. Gebäude wird vorgerückt. Ende. Im Zollschütze-Sicherungsbereich vorne, nach also 12 Uhr. Sicherungsbereich vorne, verstanden. Weiter, schneller schon noch. Bisschen schneller kannst du schon fahren. 40 bis 50 km/h. Ja, gefühlt. Bringt dir nix. Ja, bist du schneller schon. Schuss dann durchbrechen, Warner. Ja, verstanden. Sag mal, wir brechen bei Beschuss dann hier jetzt durch. Aussteigen rund um Sicherung, im Zollschutz. Eins, zwei, null bis eins, acht, null, verstanden. Bist du versorgt, Olli? Nicht schießen! 1-1-2-1 Actual. Mehrere gestationäre MG-Schützen. 1-1, hört. 5-6. Ja, die Straße runter, an der Kreuzung haben wir schwere Feindkräfte, haben sich dort eingegraben. Mehrere stationäre MGs an der Zahl 3, die wir hier erkennen können. Komm. 6, ja, ja. 6 habe ich wirklich, ich kann sich nicht mehr. Negativ. Ja, wir werden gleich den Beschuss eröffnen. Macht euch bereit, dass ihr die Straße runter auf Kommando unterstützen könnt. Komm. Negativ, ich sehe gar nichts. Da sind einfach die Bäume im Weg. Ja, von mir ist so verstanden. Halt uns bereit, um auf Kommando. Dann Daimler, setzt mal das Fahrzeug zurück. Oder ein Stück. Ja, Meldung kommt sobald bereit. Wir öffnen gleich das Feuer. Ende. Entfernung ist 500 Meter. Bis an den Zaun vorne. Also vieles, pass auf, nicht so weit vor. Stopp. Du musst Richtung 136. Ich
sehe da irgendwas. Wir müssen, du siehst doch die Scheune jetzt, ne? Dieses Haus. Also schieß nicht. Ach, da ist ein ganzer Bunker. Ja, richtig. 500 Meter entfernt. Ein links, Grad. 50 Meter links davon sind Sandsackbunker. Ach, siehst du Scheiße. Ich meine schon, ich weiß, ihr kennt das schlecht, aber es kann sein. Damit wir jedenfalls Waffen da drin aufscheuchen können. Ja, Feuer nach eigenem Ermessen. Verstanden. Ein bisschen weiter. Ein bisschen höher Stil. Der beschossen sagt, weiter hinten geht. Ja, die bewegen sich. Ja, ich hab noch Bewegung hinter dem Bunkeranlage, Entfernung 700 Meter. Okay, ich hab vorher reingeschossen. Ja, wir haben jetzt eine erhöhte Position bezogen, haben einen guten Überblick. Versuch's mal bis zur Kreuzung vorzurücken, komm. Verstanden, ihr habt erhöhte Position, versuchen dann zur Kreuzung langsam vorzurücken. Habt ihr die Granatwerferstellung schon ausmachen können? Komm. Können keine Stellung ausmachen, nur mehrere Patrouillen wurden auf Karte markiert. Komm. Also wir wurden direkt von der Granatwerferstellung unter Beschuss genommen. Die müsste noch irgendwo sein, ohne die könnten wir nicht vorrücken können. War es definitiv eine Stellung? Komm. Positiv, es war mehr oder weniger Dauerfeuer, es waren keine 203er. Ja, ist verstanden. Versuchen, diese nochmal aufzuklären. Der Ende. Yo! Jetzt hat's ihn zerrissen. Ja, das hab ich jetzt auch gesehen. Der ist umgefallen. Warte, der lebt noch. Der rennt raus, der rennt weg. Ja, egal. Der Schütze ist außer Betrieb, das reicht. Lass ihn laufen. Der schießt auf uns. MG Unterdrückungsfeuer. Ja, habt ihn. Ja gut, Feuer einstellen. Ja? Ja, genau da drin. Nicht so schnell. Und parke hinter dem weißen Gebäude, die nördliche Seite von dem Gebäude. Okay. So, ich hoffe mal, ich kann da durchfahren. Ja, müsstest du durchkommen. Die Fahrzeuge hier ab. Aber bist du auf der Straße, Jay? Ja. Ja, so verstanden. Dann werden wir jetzt gleich nachziehen und versuchen euch zu unterstützen. Ende. Fahrzeug mal hier neben den Räumen hier. Nein, keine Sicht. Richtig neu aus, Moment. Richtung 140 circa. Okay. Was da 140 läuft, bekämpft. Noch ein wenig vorfahren, dann habe ich auch 140. Ja. Fahrzeug nicht so eng. Ja. 17 fahren 6. Grüß aufsteigen. Ja, wir haben eine gute Position, von der aus wir euch unterstützen können. Wir halten hier die Stellung und eröffnen ein Feuer auf erkannten Feind. Komm. Wenn du Feind siehst, dann Stande. Ende. Alles klar. Also verstanden, dann gucken wir, dass wir jetzt auf der Straße auf eure Position nachziehen. Ja. Dann 7 von 6. Feuer einstellen. Okay. Oh. Ja, wir verlegen Position zurück zur Kreuzung, es wird mit dem Munition knapp. Komm. Alles klar. Alter, ja, vor, kann ich rückwärts fahren? Ende. Auf die Straße wieder. Weiter. 1-1, C-1-7, 1-2 und Nature verlegen zur Kreuzung. Wir haben Munitionsknappheit, die müssen die Fahrzeuge auf munitionieren. Ende. Und los. Ist Bravo schon weg? Brauchen wir fast. Die sind dran. Okay. Ja, heute hat er aber echt großzügig, ne? Ja.
Da ich glaub, jetzt mit dem ganzen Sperrfeuer. Euch hätte schlecht angehen können heute. Ja. Pass auf mit den Fahrzeugen, wir haben da vorne Meldung RPG-Team. Straße runter? Ja, wahrscheinlich. Also wir haben am Bahnhof ordentlich was weggeräumt, sowohl eine MG-Stellung wie auf so einem größeren Gebäude da haben wir gesäubert. Und halt vor einzelnen Infanteristen mehrere Patrouillen ausgeschaltet, von daher sollte nicht mehr ganz so viel Widerstand dort sein. Wir hatten bei der Baustelle auch noch was. Baustelle? M240 ist in dem roten Gebäude. Habt ihr noch Munition? M240 ist so gut wie trocken jetzt. Ja, direkt voraus ist Infanterie. Und zwar zwischen den Bahngleisen auch noch. Nicht an der Baustelle, sondern an der Schule oder dem Krankenhaus davor. Ja, ich marker mal was. Ist gemarkert. Müsste hinkommen, ne? Bleib mal näher dran, bleib mal näher dran. Stehen unter dem Schuss. Ja, ran da. Vorsicht, 1-2 finden sich bereits an den Gebäuden. Keine Granatwerfer einsetzen. Ende. Weiter vor, gib mal Gummi. Halt. Frau Medic. Schröder. Bin hier. Blick mich mal zusammen. Red? Schröder? Hier. Ja. Hier. Wo ist Red? Komm mal her hier vorne. Oder hinten in dem Fall. Schnapp dir mal deinen Jungen, geh mal hier links in Stellung. Lass die uns nicht von der Flanke kommen. Schröder mit aufs Outline-Pflaster gehen. Wen hat's hier erwischt? Marasa. Marasa. Ich helfe dir. Negativ sichern. Da 10 dort. Fearless? Ja. Guck, dass keine Leute hier auf ganz oben sind. Ein Stockwerk drunter auf jeden Fall. Ja. Die AT schon mal aus hier irgendwo in Position bringen, falls Panzer kommen, dass wir genug Verteidigung aufbauen können. AT-Munition hier hochschleppen, dass ihr ordentlich arbeiten könnt. Ich hab Bewegung. Audio, Luft, Richtung 100. Kontakt. Jay, wir haben Panzer Richtung 100. Mach weg. Ich geh hoch. Sag mal, lass dich da oben nicht wegschrubben, wir können dich da nicht wegholen. Feindliche Helikopter, bestätige feindliche Helikopter, Mi, Vorsicht. Feuer mit M2 auf die Helikopter, Ende. Schieß die weg, die Helis! Einmal der kommt vor, 100. Hast du ihn gesehen? Jetzt ist er direkt auf dem Feld hier vor uns links, Daimler. Er ist weg. Schöner Schuss.
1-1-Feind sagt schon. 1-1 hört. Status bei euch, komm. Status, Hückenson liegt gerade bei uns, ansonsten soweit in die Ausgabe, Fahrzeug steht noch. Vom Bravo-Trupp nur teilweise Statusinformationen, aber die sind auch soweit in die Ausgabe. Ja, ist verstanden, Ende. Fearless? Hier. Wie ist bei euch? Irgendwelche Ausfälle? Nee, aber ich keine Ahnung, ich bin ja dabei beschäftigt, irgendwelche Kisten hier hochzutragen, weil es kein anderer gebacken kriegt. Lass stehen, okay. Mich hat zum Torso und Bein erwischt, konnte mich bandagieren, aber ich weiß nicht, wie lange sich noch halten kann. Geht doch ein Medic, oder? Ja, nee, der Olli ist ab. Das zweite Fahrzeug jetzt da. Okay. Chris? Ja. Ja, sehr gut. Wir haben irgendwo Beschuss, vieles aus Richtung 0 Grad, würde ich fast behaupten. Ja, ich muss mich erstmal kurz ausruhen. Achso, ich habe keinen Medic mehr hier, ne? Okay. In die Ausgaben, Kontaktrichtung 0 bis 340, ist aber soweit unter Unterdrückungsfeuer gesetzt. Ende. Wie sieht's aus? Ja, so ein Medic wäre nicht schlecht. Ist doch schwer. Schwer verletzt. Naja, ich hab ihn jetzt gerade so einigermaßen. Ja, der blutet auch nicht mehr und der hat ein Gewehr, was will der mehr? Und Munition. Das siehst du, dem geht's gut. Nett, wenn schlimmer wieder wird, sagst du Bescheid, ne? Ja, mach ich. Ja, ich kümmere mich gerade ein bisschen irgendwie. Ein bisschen los. Wir hatten noch bei 50 Grad irgendwo im Kontakt. Bin okay. Ein bisschen weiter weg Richtung Ortschaft. Das scheint alles tot zu sein. Na, da fliegen noch vereinzelt welche rüber, aber gefährlich wird's nicht mehr. Bei dir alles okay, ich check dich mal. Ja, du bist okay. Ich fühle mich auch gut. Warte mal, ich hab was für dich, sag es aber niemandem weiter, ja? Guck mal in deinen Rucksack und pack das mal auf deine Waffe. Vielen Dank. Für die Blumen. Vielen Dank. Sind das da befreundete Einheiten?
1617, komm. Frage, wieso euer Status jetzt? Bei uns ist alles EO, wir haben nur einen leicht Verletzten, kein Medic mehr vor Ort. Ansonsten, gut, komm. Ja, ist verstanden. Ja, bei uns ist der Kontakt jetzt scheinbar auch gerade gebrochen worden. Soweit alles EO, Fahrzeug ebenfalls auf munitioniert. Frage, wie lange werden wir jetzt hier die Stellung noch halten? Ja, pauschal 10 bis 15 Mike, komm. Das verstanden, 10 bis 15 Mike.